Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Robzilla TV. Heute wollen wir mal über die Kämpfe sprechen, die am 3.6. bei Universum Boxen anstehen. Zum einen haben wir Mo Abdallah, der es mit Sinat Gashi aufnehmen wird. Auf der anderen Seite Kevin Wolters, der gegen Sinan G in den Ring steigt. Wir werden uns beide Matches mal zusammen anschauen. Ich gebe euch eine ganz neutrale Analyse dazu und ich werde euch sagen, wer in diesen Kämpfen meine Favoriten sind. Wenn wir als erstes zu dem Kampf Mo Abdallah gegen Sinat Gashi kommen, wissen die meisten ja bereits, wer dort mein Favorit ist. Ich persönlich denke, dass Sinat Gashi den Kampf machen wird. Ich habe auf YouTube viele Kommentare erhalten von Leuten, die sagen, nein, Mo wird das machen. Seine Größe und seine Stärke sind ein zu großer Vorteil. Er wird Sinat Gashi ausnocken. Zu diesen Leuten kann ich nur sagen, wir werden das am 3.6. sehen. Meine Wette steht gegen eure Wette. Es können natürlich beide gewinnen. Aber ich von meiner Perspektive aus denke, dass Sinat Gashi im Boxen einen Erfahrungsvorteil hat und seine Schnelligkeit und Erfahrung im Boxen der von Mo Abdallah überlegen ist. Wenn wir uns das mal genauer anschauen, dann müsst ihr verstehen, dass im Boxen Schnelligkeit oft viel matchentscheidender ist als reine Power. Wenn dein Gegner sich schneller auf den Füßen bewegt und schnellere Kombinationen schlägt, ist es einfach sehr, sehr schwierig, an ihn heranzukommen und deine Kombinationen überhaupt ins Ziel zu bringen. Dazu kommt auch noch, dass Sinat Gashi bereits gezeigt hat, dass er seinen Körperbau sehr effektiv im Kampf nutzen kann. Im Boxen sagt man Slip and Duck. Das bedeutet einfach, dass man, während man die Hände oben hat, seinen Kopf aus der Bahn bringen kann. Diese Technik beherrscht Sinat richtig gut und ich denke, dass vor allem gegen einen größeren und schwereren Mo Abdallah diese Technik matchentscheidend sein wird. Zusätzlich kommt, dass Sinat Gashi die optimale Fußarbeit für einen Boxkampf hat gegen einen Mo Abdallah. Wir wissen ja, dass der Mo Abdallah eher aus dem Kickboxen kommt. Dort ist die Fußarbeit eine komplett andere. Sie ist weniger aktiv, weniger agil und vor allem langsamer als im Boxen. Sinat Gashi hat, was das angeht, einen klaren Vorteil. Nun müssen wir aber auch ganz neutral betrachten und an dieser Stelle gehe ich einmal neutral auf Mo Abdallah ein. Die meisten wissen ja, dass ich nicht der größte Fan von ihm bin, aber jetzt einfach mal sportlich gesehen können wir uns anschauen, er hat natürlich einen Kickbox-Stil. Das bedeutet, die ganzen Jahre, die Mo Abdallah seine Kickbox-Techniken trainiert und gedrillt hat, wird es schwer wettzumachen mit ein paar Jahren oder Monaten Boxtraining. Er hat einfach die Instinkte und die Angewohnheiten eines Kickboxers und diese Angewohnheiten kehren immer dann zurück, wenn der Körper müde wird. Das heißt, wenn wir bei diesem Kampf in die späteren Runden gehen sollten, der Kampf hat ja 6 Runden, sagen wir mal nach der 4., 5. Runde, wenn Mo Abdallah etwas müde ist, wird er in sein altes Konzept zurückfallen. Die Frage ist natürlich, ob Mo Abdallah es schaffen wird, Sinat Gashi vorher auszunocken. An dieser Stelle muss ich ganz klar sagen, dass natürlich die Möglichkeit besteht, dass wir einen Knockout von Mo Abdallah sehen. Er hat lange Arme, er hat viel Power und natürlich einen Haufen Gewicht im Ring. Mit all diesen Attributen ist ein Knockout natürlich möglich. Jetzt stellt sich dann einfach die Frage, ob er nicht zu langsam ist, um Sinat Gashi überhaupt wirkungsvoll zu treffen. Ich auf jeden Fall glaube, dass ein Knockout sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Natürlich kann ich mich auch irren und ihr dürft gerne alle am 4. Juni in meine Kommentare schreiben, was ich für eine Pfeife bin und was ich für eine schlechte Vorhersage gemacht habe. Aber warten wir mal ab bis am 3. Juni, danach können wir uns immer noch über die Kleinigkeiten unterhalten. Also fassen wir das Ganze noch einmal zusammen. Was ist meiner Einschätzung nach Sinat Gashi Schlüssel zum Erfolg am 3. Juni? Zum ersten kommt da die schnelle Beinarbeit. Zum zweiten Schnelligkeit mit den Kombinationen und zum dritten das Slip and Duck. Diese Technik braucht er, um an den langen und starken Schlägen von Mo Abdallah vorbeizukommen und die Distanz zu überbrücken. Außerdem ist es von Vorteil, wenn der Kampf in die späteren Runden geht. An dieser Stelle glaube ich, dass es umso länger der Kampf geht, so unwahrscheinlicher wird ein Sieg für Mo Abdallah. Was sind meiner Meinung nach die Schlüssel für Mo Abdallah, um am 3. Juni siegreich zu sein? Da wäre zum einen, dir am Anfang des Kampfes ein bisschen Zeit zu nehmen, um deine Distanz zu finden. Oftmals sehen wir in Kämpfen, dass Leute sehr, sehr, sehr viel Ausdauer und Kraft verlieren, wenn sie Schläge in die Luft machen. Das heißt, sie versuchen den Gegner zu treffen, aber treffen es nicht, weil sie in der falschen Distanz sind. Diese Schläge kosten sehr viel Ausdauer. Und Ausdauer in diesem Kampf ist für Mo Abdallah pures Gold. Daher sollte er sich ein bisschen Zeit nehmen, bis er in der perfekten Distanz ist. Sobald er diese aber gefunden hat, sollte er versuchen, Sinat Gashi so schnell wie möglich auszunocken. Mit langen, geraden Schlägen, eventuell auch mit Uppercuts und auch zum Körperschlagen sollte Sinat Gashi seinen Kopf so schnell bewegen, dass Mo Abdallah ihn nicht treffen kann. Des Weiteren, was ich denke, was für Mo Abdallah eine sehr gute Taktik wäre, wäre das sogenannte Framing.
Framing bedeutet einfach, dass wenn ich der längere Kämpfer bin, dass ich meine Hände sozusagen auf dem Kopf meines Gegners oder an der Deckung platziere. Das kann man sich einfach vorstellen wie einen Distanzmesser. Wenn mein Gegner vor mir ist, strecke ich einfach meine Hand aus. So weiß ich immer, sobald er in meiner Schlagdistanz ist, kann ich schlagen. Des Weiteren behindert das die Sicht von meinem Gegner. Wenn ich die ganze Zeit eine Hand vor meinem Gesicht habe, ist es schwieriger zu reagieren. Manchmal sind sogar meine Reaktionen etwas verzögert. Ich glaube, diese Technik könnten wir am 3.6. von Mo Abdallah im Ring sehen. An dieser Stelle gehen von mir nochmal Grüße raus an Senat Gashi. Ich supporte natürlich ihn bei diesem Kampf, aber wir werden am 3.6. sehen, wer am Schluss siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Kommen wir nun zu einem weiteren Kampf. Und ich finde, dieser Kampf hat fast etwas mehr Entertainment-Faktor als der erste. Sinan G wird sich mit Kevin Wolters im Ring treffen. Kevin Wolters kennen wir eigentlich nur vom Bodybuilding. Er hat angeblich auch etwas Kampfsport-Erfahrung in seiner frühen Jugend, aber ich glaube, dass jeder Kevin Wolters eigentlich nur aus dem Bodybuilding kennt. Sinan G hingegen hat bereits ein paar Boxkämpfe gemacht und Sinan G hat mich wirklich immer wieder überrascht. Dafür, dass er eigentlich ein Hobbysportler ist, hat er wirklich starkes Boxen. Natürlich hat Sinan G gegen Mo Abdallah verloren, aber ich glaube, dass er in dieser Zeit wirklich Fortschritte gemacht hat. Wenn man sich seine Sparringsvideos, vor allem die mit Ringlife, anschaut, sind diese wirklich aufschlussreich. Ich war auf jeden Fall überrascht, als ich das zweite Sparring gesehen habe. Man konnte wirklich sehen, dass Sinan G an seiner Technik gearbeitet hat. Er ist außerdem fitter geworden, die Schläge sind kompakter, seine Bewegungen sind präziser. Ich glaube, dass er für diesen Kampf sehr, sehr gut vorbereitet sein wird. Dürfen wir aber nicht vergessen an dieser Stelle, dass Sinan G mit einem Kreuzbandriss in diesen Kampf geht. Ein Kreuzbandriss ist eine der schlimmsten Knieverletzungen. Ich kann da aus Erfahrung sprechen, ich hatte 3 Operationen an meinem linken Knie mit dem Kreuzband und das ist wirklich kein Zuckerschlecken. Wenn ich überlege, dass er so in einen Boxkampf geht, ist das schon eine ziemlich harte Sache. Eine falsche Bewegung oder zum Beispiel, wenn er etwas müde wird und das Bein falsch belastet und sein Knie könnte komplett rausfliegen und er hat vielleicht eine Rehruptur oder reißt sich noch ein paar andere Bänder. Außerdem glaube ich auch nicht, dass er mit einem gerissenen Kreuzband volle Mobilität hat. Außerdem wird er mit einem gerissenen Kreuzband nicht die gleiche Power aus diesem Bein generieren können. Und vielleicht wissen das einige von euch, aber beim Boxen kommen die Schläge aus den Beinen. Ja, man schlägt mit der Faust, aber die ganze Bewegung startet in eurem Unterkörper. Sie fängt in euren Füßen an, geht eure Gelenke, euer Bein nach oben, in die Hüfte und von dort wird die richtige Power überhaupt erst generiert. Wenn man jetzt nicht richtig von einem Bein sich abdrücken kann, verliert man einen Haufen Power, Reaktion und vor allem Schnelligkeit, weil man zum Beispiel auch in der Defensive nicht so schnell ausweichen kann, wenn Schläge auf einem zukommen. Einfach nur, weil man nicht so schnell und spritzig den Fuß in den Boden bringt, um sich davon abzudrücken. An dieser Stelle muss ich aber wirklich sagen, Sinan G beweist wirklich riesige Straußeneier mit einem Kreuzbandriss, trotzdem zu sagen, komm, ich mache jetzt diesen Kampf, ich gehe da rein, ich habe Bock, mich zu prügeln und ihm scheißegal, ob Kreuzbandriss oder nicht, er wird sich die Bandagen und die Handschuhe anziehen und am 3.6. in den Ring steigen, da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher. Was sind meine Top 3 Punkte, wie ich denke, dass Sinan G am 3.6. gewinnen wird? An erster Stelle ist das, seinen Erfahrungsvorteil auszuspielen. Das heißt, zu versuchen, den Kampf in die späteren Runden zu tragen. Für Kevin Wolters wird das sein erstes richtiges Boxing-Match. Darum werde ich davon ausgehen, dass mit seiner Bodybuilding-Vergangenheit und dem Erfahrungsnachteil er sehr, sehr schnell an seine konditionellen Grenzen kommen wird. Da kann Sinan G seine Fitness, aber auch seine Erfahrung ausspielen, indem er den Kampf in die späteren Runden verlagert. Mein zweiter Punkt für Sinan G ist, Kombinationen zu schlagen. Oft sieht man bei Anfängern, dass sie wirklich Schwierigkeiten damit haben, mit mehreren Schlägen umzugehen, geschweige denn mehrere Schläge in eine Kombination selber hineinzubringen. Ich denke, dass wir am 3.6. von Kevin Wolters vor allem einzelne Schläge sehen werden. Jabs, gerade, vielleicht Haken, vielleicht mal eine 1-2-Kombination. Aber er wird Mühe damit haben, das richtige Timing im Kampf zu finden, weil ihm dort einfach die Erfahrung fehlt. Jedes Sparring der Welt kann keinen Kampf ersetzen. Darum wird man erst richtig auf den Boden der Tatsachen geholt, wenn man in den Ring steigt und der Referee sagt, Fight. Darum denke ich, dass Sinan G vor allem sich darauf konzentrieren sollte, Kombinationen zu schlagen. Der dritte und letzte Punkt für mich, für Sinan G, ist ein bisschen verwandt mit dem zweiten. Nämlich denke ich, dass Sinan G darauf warten sollte, zu kontern.
Eine gute Taktik gegen Anfänger ist es oft, sie zuerst schlagen zu lassen, weil oft die richtigen Reflexe und Gewohnheiten fehlen, um die Hand nach dem Schlag wieder zurück ans Kinn zu bringen. Was wir am 3.6. von Kevin Wolters sehr viel erwarten können, ist meiner Meinung nach, dass er nach den Schlägen seine Hand in einer kreisförmigen Bewegung zurück zum Körper bringen wird. Normalerweise im Boxen, nach dem Schlag, muss die Hand direkt wieder zurück zum Kinn kommen, damit man bereit ist, Schläge zu blocken oder natürlich die zweite Kombination zu feuern. Was wir von Kevin Wolters sehen werden, ist, dass er schlägt und seine Hand irgendwo im Nirgendwo landen wird. Diesen Moment sollte Sinanji abwarten und seine Konter schlagen. Ich denke, mit diesen drei Punkten könnte Sinanji den Kampf sehr, sehr, sehr schnell beenden. Wir werden am 3.6. sehen, ob er eine dieser Techniken anwenden wird oder ob er sich einfach auf eine Schlägerei einlässt, wenig Technik, viel Power und zu versuchen, Kevin Wolters zu überrennen. Das könnte natürlich auch sein. Wir kennen ja den Kampfstil von Sinanji. Nun, zu guter Letzt haben wir Kevin Wolters. Das ist für mich eine echt schwierige Partie. Zum einen, weil es nicht viel Footage von ihm gibt, wie er überhaupt boxt oder trainiert. Und zum anderen, das Footage, was ich von ihm gesehen habe, ist sehr alt. In den letzten Monaten wurde es sehr ruhig um Kevin Wolters. Ich weiß nur, dass er wahrscheinlich 2 Monate in Thailand war und im Venom Trainingscamp in Bangkok trainiert hat. Dort gibt es einige sehr gute Trainer. Ich weiß halt nur nicht, was für einen Fortschritt er in 2 Monaten machen konnte. Viele Eigenschaften, die er sich durch das Bodybuilding antrainiert hat, werden im Kampf immer noch zum Vorschein kommen. Vor allem glaube ich, dass es für Kevin Wolters zum Verhängnis sein wird, so viel Muskelmasse mit sich herumzutragen. Wie vielleicht manche von euch wissen, war Kevin Wolters früher auf Anabolika. Dadurch hat er eine riesige Muskelmasse aufgebaut. Diese Muskelmasse benötigt Sauerstoff. Ja, sie kann auch zu einem fatalen Knockout-Punch genutzt werden, aber dafür brauchen wir ja Schnelligkeit. Wie alle wissen, ist Kraft gleich Masse mal Beschleunigung. Also Masse alleine mit wenig Beschleunigung wird kaum einen Knockout hervorrufen. Schon gar nicht gegen Sinanji, der recht athletisch sich bewegt und wahrscheinlich seinen Kopf schnell aus der Schlagdistanz bewegen wird. Ein zweiter Punkt von Kevin Wolters ist, dass ich denke, er ist viel zu steif. Ich habe ein Trainingsvideo von ihm gesehen mit seinem Coach von vor etwa 3 Monaten. Dort konnte man einfach sehen, er ist enorm steif, seine Deckung und Technik ist wirklich nicht die beste. Ein weiterer Punkt von Kevin Wolters ist, dass er durch das ganze Kraft- und Muskeltraining viel zu steif geworden ist. Außerdem macht er laut eigenen Aussagen sehr viel Kraftzirkel und Ausdauerzirkel. Aber um wirklich Ausdauer für einen Kampf zu trainieren, braucht es weit mehr als Ausdauerzirkel. Dazu werde ich vielleicht in der Zukunft mal ein genaues Video machen, wie man Ausdauer für einen Kampf trainiert. Wäre ich auf jeden Fall Kevin Wolters Trainer für diesen Kampf gewesen, hätte ich ihn sehr viele sanfte Bewegungen machen lassen, wie zum Beispiel Schwimmen, Joggen oder Seilspringen, einfach um die Steifigkeit in seinem Körper wegzubekommen und das Ganze mehr flüssig und mehr geschmeidig zu machen. An dieser Stelle wären natürlich Tanzstunden das Optimale gewesen. Ich weiß nur nicht, ob das Internet bereit ist für Kevin Wolters im Tütü. Was sind am Schluss meine 3 Punkte für Kevin Wolters, um diesen Kampf zu gewinnen? Und da muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich 3 Punkte zusammenkriege. Es könnte natürlich sein und die Chance ist immer da. Und vielleicht setzt er auch alles darauf und wird uns alle am 3.6. im Ring überraschen und Sinanji mit einem Lucky Punch, einem riesigen Schwinger ans Kinn, eiskalt ausnocken. Diese Möglichkeit besteht und ich glaube, das wäre etwas, auf das Kevin Wolters wahrscheinlich pokert. Ich bin mir aber bei Kevin Wolters auch nicht ganz sicher, ob er ein richtiges Kämpferherz hat. Aber wir wollen nicht zu schnell urteilen, wir sollen das alles am 3.6. sehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Was mich aber auch interessiert ist, wer sind eure Favoriten für diesen Kampf? Was denkt ihr, wie werden diese beiden Kämpfe ausgehen? Sind die überhaupt interessant für euch? Schaut ihr euch das überhaupt an? Das würde mich mal interessieren. Schreibt das auf jeden Fall mal in die Kommentare. Vergesst nicht, das Video zu liken, zu teilen, meinen Kanal zu abonnieren. Und wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder bei RobZilla TV. Bis dann, macht's gut. Peace.